Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Aida Vita war auf Sri Lanka und hat da wunderbaren Besuch bekommen. Dann gibt es Sonne pur von den Bahamas und zuletzt kommt die kleine Formel 1 zu Besuch. Ich wünsche allen frohe, besinnliche Weihnachten und schöne Feiertage im Kreis ihrer Liebe. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Eine schöne Adventzeit und dass es euch so gut geht wie uns hier auf der Aida. Ich wünsche allen Gästen eine besinnliche und tanzreiche Weihnachtszeit. Unsere Aida Vita war auf Sri Lanka und da hat sich Entertainment Managerin Annette mit den Gästen zusammen eine wunderbare Überraschung ausgedacht für Kinder aus einem Kinderheim. Sie waren zum Besuch an Bord und wie das alles war, das seht ihr hier. Gestern hatten wir aus Sri Lanka ein Kinderheim an Bord. Und es gibt viele Menschen, denen es nicht so gut geht. Und ich finde immer, da sollte man doch auch auf jeden Fall auch mal was abgeben. Und wir haben uns Sri Lanka für diese Reise ausgesucht, da wir auch schon vorher auch mit natürlich Aida und Per schon Erfahrungen gesammelt haben auf Indien und den Philippinen. Und diesmal sollte es Sri Lanka sein. Wir haben unsere Gäste dazu aufgerufen, falls sie diese wunderbare Aktion gerne mit Sachspenden unterstützen wollen, dürfen sie das natürlich sehr gern tun. Und das haben wir dann auch schon relativ am Anfang der Reise getan, damit man beim einen oder anderen Landgang dann auch noch den einen oder anderen Ball oder Stift erwerben kann. Unsere Gäste haben da wirklich ganz viel tolle Sachen mitgebracht und an uns weitergegeben. Und wenn man diesen gut befüllten Tisch sah, dann ist es einem wirklich richtig warm ums Herz geworden. Und es war dann endlich soweit. Gestern um circa 10 Uhr waren sie dann bei uns an Bord. Und was ich auch sehr eindrucksvoll fand, der Agent hat uns zum Beispiel gestern erzählt, dass die Kinder auch noch nie das Meer gesehen haben. Also für sie war es jetzt gestern sowieso ein ganz besonders aufregender Tag. Um in den Hafen zu kommen, dieses lachende Schiff im Hafen zu sehen und die Augen, die großen, wie die an Bord gekommen sind, uns anzusehen, die Gäste zu sehen, das geht mir immer noch ganz nah. Wir sind dann zuerst ins Theater und haben eine Lasershow angeguckt, weil wir dachten, das ist vielleicht auch was, was man noch nie gesehen hat. Dann waren die Kinder so begeistert, dass wir gleich noch eine zweite Lasershow gemeinsam geguckt haben. Dann haben wir natürlich uns das Schiff gemeinsam angeguckt. Und dann war es besonders schön, denn sie haben extra für uns etwas einstudiert. Und da wirklich mit einem Kinderlachen und so viel Energie die Sachen dargebracht haben, gesungen und getanzt haben und auch sich dabei gefreut haben. Es gab viel Applaus von den Gästen, die da waren, natürlich von allen Crewmitgliedern, die noch mit dabei waren und sich diese Show nicht entgehen lassen wollten. Die Entwicklung der Kinder zu sehen, wie sie verschüchtert, ruhig an Bord gekommen sind, im Laufe des Besuches immer lauter, immer lebendiger wurden. Und dann sind wir in den Kids Club und sie haben gespielt wie ganz normale Kinder. Sag ich diesen Moment und dich, yeah. Und bevor sie dann natürlich sich wieder auf den etwas längeren Weg nach Hause gemacht haben, haben wir dann noch gedacht, so eine Stärkung vorher kann nicht schaden. Unbedingt. Da haben schon Pommes, Chicken Nuggets, Muffins und natürlich Eis auf sie gewartet. Und wie jedes andere Kind, da haben sie sich drauf gestürzt. Und da war es auf einmal ganz schön ruhig. Und wir haben, während sie gegessen haben, natürlich alle Gaben unserer Gäste schon mal in den Bus gebracht, mit dem sie angereist sind. Und man muss wirklich sagen, der Agent hat uns beide gedrückt und war fast sprachlos. Das natürlich auch nochmal an alle Gäste, die uns mit ihren Sachspenden beglückt haben. Die kommen wirklich da an, wo sie gebraucht werden. Und das war unglaublich toll. Und dass wir da so viele schöne Sachen übergeben durften, das ist natürlich noch mal was ganz Besonderes. Wie wir dann da vorm Schiff standen und ihnen gewunken haben, wie sie die Nasen platt gedrückt haben an der Scheibe und uns gewunken haben, da sind mir auch echt wirklich die Tränen gekommen. Und das sind wirklich Momente, die man sein Leben mitnimmt im Herzen. Großartige Aktion. Und vielen Dank nochmal an Annette und vor allen Dingen an unsere Gäste. Das habt ihr richtig gut gemacht. Und jetzt habe ich für euch in diesen trüben Herbsttagen richtig schöne Sonne von den Bahamas. Viel Spaß! Es ist wunderschön. Ich habe noch nie so schönes blaues Wasser gesehen. Wir sehen sonst immer nur die Ostsee. Das ist herrlich.
wunderschön hier. Kristallklares Wasser. Schöner Sandstrand. Besser wie am Mittelmeer. Wer von euch glaubt, dass die richtigen Autorennen nur stattfinden in Silverstone oder Monaco, der hat sich wirklich schwer getäuscht. Die richtig spannenden Rennen finden auf AIDA Prima statt. Guck mal. Und zwar fährt unser Martin ja morgen nach Haus. Für den geht's morgen nach 3 Monaten hier an Bord knapp in den Urlaub. Und ich habe ihn gefragt, was ist es denn, was dir während so einer Zeit an Bord, wenn man immer hier ist, am meisten fehlt? Antwort war: Autofahren. Und Autorennen gucken. Ja, tatsächlich. Also habe ich mir überlegt, wir machen heute mal ein kleines Rennen. Höre ich schon was von unten? Wie schaut es unten aus? Nadja und unser Martin, sie steigen auf den Putzwagen drauf. Es geht los, das Rennen ist eröffnet. Und da geht es los, die beiden Engländer. Jetzt ist Martin Rössel vorne, vorne, weit vorne, vorne, vorne. Er macht den Superman, warum denn auch nicht? Sie sind vorne, oh, sind die schnell unterwegs. Nadja holt auf. Nadja versucht es zumindest. Martin ist weiter vorne. Er führt weiter vorne. Oh, Nadja, so wird das nicht. So wird das nichts mit dem Sieg. Aje, aje, aje. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist sie denn, sagt er wohl. Ja, ha. Sieht wohl nach einem klaren Sieg aus. Martin, weit vorne, weit vorne. Jetzt um die Ecke gebogen, um die Ecke, Richtung Fahrstühle. Es geht Richtung Fahrstühle. Wer ist zuerst dran? Das ist natürlich hier die Frage, meine Damen und Herren. Hier heute Abend in der Primetime Live. Und Martin ist zuerst im Fahrstuhl. Er sagt, geh weg da, weg, weg da, weg da. Nadja. Eieieiei. So, die Tür ist zu. Die Tür ist zu bei Martin. Es geht nach oben. Na, Nadja, da guckst du, ne? So, da bist du außer Atem. Es geht nach oben. So schnell fahren die Fahrstühle auf der AIDA. Cool. Bei mir nie. Ich muss ja mal hier warten. Ist egal. So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Aus dem Fahrstuhl raus. So, Nadja, holt auf. Martin ist weiter vorne. Jetzt ist abgestellt. Abgestellt, los geht es. Und Nadja läuft. Nadja, ich weiß nicht, wohin es geht. Nadja, weit vorne, die Nadja. Und gewonnen. Meine Damen und Herren, es ist unfassbar. Was für ein Rennen heute Abend. Da hat die Nadja, tja. Und wenn ihr auch Sonne haben wollt, Strände sehen wollt und mit tollen Schiffen unterwegs sein wollt, dann geht ihr am besten auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst vom Basishafen Dubai durch das Arabische Meer in den Hafen von Muscat im Oman. Der nächste Hafen ist Abu Dhabi. Wir machen noch Halt in Bahrain, bevor es wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt Dubai geht. Und auch zum zweiten Advent und sowieso jetzt bis Weihnachten werden wir immer schöne weihnachtliche Atmosphäre am Ende haben, gemischt mit den tollsten Bildern von den Schiffen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Spaß. That wars would never start.
Great.